Hallo und willkommen zum zweiten Beispiel. Wenn ihr nochmal genau wissen wollt, was es hier alles mit der Taylorreihe auf sich hat, dann guckt euch bitte das erste Video an. Gut, zweites Beispiel, wir möchten die Funktion g von x, ein bisschen dick, g von x gleich Cosinus von x mithilfe der Taylorreihe darstellen, und zwar im Entwicklungspunkt x0 gleich Pi Viertel. Okay, dazu rechnen wir wie beim letzten Mal erstmal ein paar Ableitungen aus und gucken, was da überhaupt rauskommt, weil wir am Ende ja auf die allgemeine Ableitung f hoch k kommen müssen, möchten, beziehungsweise in unserem Fall g hoch k. Gut, was ist denn die Ableitung von g von x, also g' von x? Ableitung vom Cosinus ist der Minus Sinus. Ableitung von Minus Sinus ist Minus Cosinus. Die Ableitung von Minus Cosinus ist der Sinus. Und die Ableitung vom Sinus ist wieder der Cosinus, womit sich sozusagen unser Kreis wieder schließt. Wir kommen hier beim Cosinus an und dann fängt die Reihe wieder von vorne an. Gut, das heißt, es reicht also bis hierhin, unsere Funktion g von x mal abzuleiten. Wir haben das Schema erkannt. Es läuft immer Cosinus, Minus Sinus, Minus Cosinus, Sinus, Cosinus und so weiter und so fort. Wie sieht unsere Funktion g von x denn im Punkt x0 aus? Denn am Ende wollen wir die Funktion ja in unserem Entwicklungspunkt x0 bestimmen. Gut, also was ist g von x0? Das ist ja nichts anderes als g von Pi Viertel, also Cosinus von Pi Viertel. Und das ist Wurzel 2 durch 2 oder anders 1 durch Wurzel 2. Okay, was ist die erste Ableitung von x im Punkt x0? Das ist also Minus Sinus von Pi Viertel. Und Minus Sinus von Pi Viertel ist nichts anderes als Minus 1 durch Wurzel 2. Gut, es ist eigentlich jetzt schon klar, was ist dann die zweite Ableitung im Punkt x0? Das ist der Minus Cosinus von Pi Vierteln. Also, wenn der Cosinus von Pi Viertel 1 durch Wurzel 2 ist, dann ist das hier wohl 1 durch Minus 1 durch Wurzel 2. Und so weiter und so fort. Okay, was bedeutet das jetzt für unsere Reihe? Wir schreiben unser g von x jetzt mal einmal die einzelnen Folgenglieder auf. Also, was haben wir hier? Das ist also g von x0 plus g' von x0 mal x minus x0 plus g' von x0, zweite Ableitung von g an der Stelle x0 durch 2 Fakultät mal x minus x0 und so weiter. Gut, setzen wir jetzt mal unsere Werte ein. Das ist also bei uns, was ist g von x0? G von x0 ist bei uns 1 durch Wurzel 2. Plus g' von x0 ist minus 1 durch Wurzel 2 mal x minus x0. X0 ist bei uns Pi Viertel. Plus zweite Ableitung an der Stelle x0, also minus 1 durch Wurzel 2 geteilt durch 2 Fakultät mal x minus Pi Viertel ins Quadrat. Und dann schreiben wir jetzt mal noch ein bisschen weiter auf, weil unser Schema wiederholt sich ja erst bei der vierten Ableitung. Also plus, was haben wir jetzt? Der Sinus von Pi Viertel ist also 1 durch Wurzel 2 durch 3 Fakultät mal x minus Pi Viertel hoch 3. Und dann geht es wieder von vorne los, also plus 1 durch Wurzel 2 durch 4 Fakultät mal x minus Pi Viertel hoch 5, nein, nicht hoch 5, wir sind bei 4, hoch 4, war jetzt immer so plus, Punkt, 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 und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen hier, wenn wir das jetzt mal ordentlich ausschreiben und hier das in die Klammern wegnehmen, haben wir hier ein Minus, also erst positiv, dann negativ. Hier haben wir wieder ein Minus, dann wieder negativ, dann wieder zweimal positiv und hier würde es ja mit Minus wieder weitergehen. Okay. Also positiv, negativ, negativ, positiv, positiv und dann wird es weitergehen, negativ, negativ.
Wie stellen wir das jetzt als Reihe dar? Ist gar nicht so einfach, aber kriegen wir hin. Also, daraus folgt g von x. Na gut, das muss ja wieder, ich schreibe das hier nochmal einmal hin, irgendwie so eine Darstellungsform haben. Also eine Reihe, die von k gleich 0 bis unendlich geht, von der Kartenableitung an der Stelle x0 durch k-Fakultät x minus x0 hoch k. Wie sieht es in unserem Fall aus? Gut, g von x ist nichts anderes als, hier kommt überall dieses 1 durch Wurzel 2 drin vor, das heißt, die können wir schon mal hier ausklammern. Dann sieht es ein bisschen einfacher an der Wurzel aus, in der Summe. Von k gleich 0 bis unendlich. Gut, das Vorzeichen wechselt ja immer irgendwie. Das heißt, wir müssen hier irgendwie so eine minus 1 mit einbauen. Hoch müssen wir gleich mal überlegen. Also hoch k vielleicht oder 2k. Mal schauen. Okay. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, den wir anwenden dürfen, weil Potenzreisen absolut konvergieren oder diese hier. Das heißt, wir können auch immer zwei Folgenglieder zusammenfassen. Das heißt, wir haben ja hier das erste Folgenglied, dann das zweite, das dritte und so weiter und so fort, beziehungsweise hier ein Reihenglied. Und dann können wir auch sagen, okay, jetzt sollen wir mal diese ganze Summe hier ein Folgenglied sein, also unser, ich sag mal, B0. Bis hierhin. B1. Und so weiter und so fort. Denn wir sehen jetzt, wir können die Summe jetzt so zusammenfassen, als 1 durch 2k Fakultät x minus pi Viertel hoch 2k. Und wir sehen, was ist denn bei diesen Folgengliedern? Naja, dieses erste Folgenglied ist ja positiv. Also wird hier wohl ein k hinkommen. Okay. Denn wir sehen jetzt, wenn man hier für k gleich 0, ist das hier 1. Und hier ist es 1 durch 1 Fakultät, also 1 mal x minus pi Viertel hoch 0, also mal 1. Kommt hier also das erste Fakultät 1 raus, hier vorne ist dies 1 durch Wurzel 2, falls ihr euch wundert, woher das kommt. Und wir sind fertig, so gut. Das zweite in unserem Bündelchen, es hat immer ein anderes Vorzeichen als das davor. Das heißt, hier muss ein Minus hinkommen. Weil wenn wir hier mit 1 multiplizieren, haben wir hier positiv, da negativ. Wenn wir mit minus 1 multiplizieren, haben wir hier negativ, da positiv. So wie das hier im zweiten Folgenglied, Reihenglied der Fall ist. Also minus 1 durch 2k plus 1 Fakultät x minus pi Viertel hoch 2k plus 1. Nämlich, wenn wir hier mal gucken, das ist ja unser, eigentlich unser a0, das ist unser a1, a2, a3 und so weiter und so fort. Dann können wir hier eigentlich dieses Schema schon ganz gut erkennen. Denn man sieht, das hintere ist bei uns sozusagen immer das ungerade Folgenglied, deswegen hier 2k plus 1. 2k plus 1, wie im letzten Video schon erklärt, ist immer ungerade und 2k ist immer gerade. Hier haben wir mal unser gerades Folgenglied durch 2, durch 4, durch 6 und so weiter. Und beim zweiten ist immer ungerade. Durch 3, durch 5, durch 1. Und so haben wir also unsere Reihe gefunden, unsere Taylor-Reihe. Das heißt, das war jetzt ein bisschen komplizierter. Wir müssen also wirklich hier so ein großes Päckchen bilden. Und unsere Reihe sieht dann schon ein bisschen anders aus. Okay, dann bis zum dritten Beispiel.